Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Raft, bei der ich direkt eine Frage an dich Raft. Habe. Raft. Jetzt auf den entflossen. Mark. Ich sehe meine eigenen Füße gar nicht. Sieht das bei mir auch so aus? Ja, du hast so ein Flip-Flop-Latschen quasi an. Ja, okay. Was ist deine Frage, Mäuschen? Zum einen, ist dir aufgefallen, dass ich die ganzen Kollektoren hier in der Hand gemacht habe? Ja, das ist schön. Und die andere Frage ist, soll ich ein bisschen angeln und dann machen wir einen Haiköder und dann holen wir uns dorthin das Fass und das alles, was hier so rumliegt? Ja, ich kann auch dorthin treiben. Also wenn ich den Anker reinhole, werden wir wahrscheinlich eh dorthin getrieben. Aber wollen wir nicht unter Wasser noch ein bisschen Ressourcen dann geiern oder gibt's hier nichts mehr? Also ich meine Schrott und Steine und... Schrott gibt's hier noch. Also ich habe hauptsächlich die ganzen... Algen erstmal geholt. Ich nehme mir mal hier einen neuen Haken raus. Ja. Und dann gehe ich dort. Aber du musst auf die andere Seite der Insel. Dort ist das, wo wir hin müssen. Ja. Letztes Mal konnte ich da eigentlich ganz gut looten. Ja. Wahrscheinlich, wenn man zu zweit dann irgendwo im Wasser rumspringt, bis er dann rankommt. Hier ist er nämlich gerade. Sehr nah am Boot. Ich bin hier hinten ganz in Ruhe. Was doof ja. ist, wenn er jetzt natürlich am Boot ist. Angreift, ja. Er beißt was. Wo bist du? Nein, das schaffe ich nicht rechtzeitig. Kann ich mit der Axt auf ihn hauen? Nein, kann ich nicht. Wenn er nur irgendein kleines Bauteil da wegsnackt, dann ist es ja nicht schlimm. Das können wir ja eben ersetzen. Ja, ist trotzdem zum Kotzen. So, oh Mann, warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe? So, ich würde... Ich versuche ihn zu erledigen. Dann haben wir erstmal 2-3 Minuten wieder Ruhe. Ich guck mal... Ist er tot? Jo. Sehr gut. Dann ab ins Wasser mit uns. Ja, auf die andere Seite der Insel, Mäuschen. Ja, hier hinten ist bloß noch ein Fass und Planken und so. Ja, dann holst du schnapp sie dir alle. Ja. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass früher mehr Stuff in den Kisten war. Und irgendwie mehr Planken und Blätter, aber vielleicht ist das auch nur, weil wir jetzt mehr davon verbrauchen, dass es einem dann so vorkommt, als gäbe es nicht so viel. Oder dass man generell ja auch wesentlich mehr braucht. Ja. 4 Planken waren hier gerade drin, weil ich mich gerade beschwert habe. Deswegen. So. Hinten ist alles voll von Ressourcen. Das finde ich aber gerade so cool. Wir brauchen jetzt zwar beim Grillen ein paar mehr Planken und werden dann halt auch nicht drum rumkommen, aber dafür beim Wasserkollektor ja jetzt gar nicht mehr. Ganz genau. Der funktioniert jetzt von ganz alleine. Wie es aussieht, sogar nachts, obwohl er ja eigentlich Solarenergie braucht, um das Wasser dort, das verdunstet ja praktisch, sammelt sich oben an dieser Glasscheibe und weil Salz ja nicht mit verdunstet, bleibt es dann als Süßwasser dort hängen und tropft dann, läuft dann die Scheibe runter und tropft unten in die unteren Behälter rein. Können wir eigentlich unser Fleisch da drin pökeln? Ja. Ja, eigentlich müsste da sogar, wenn man es genau nimmt, jedes Mal, wenn das Salzwasser dort verdunstet, bleibt ja das Salz zurück und du holst ja nie Salz raus. Also müsste rein theoretisch irgendwann einfach mal dann dort Salz drin sein. Das reichert sich ja immer weiter an. Ja. Und dann haben wir ein bisschen Würze. Vielleicht für das nächste High-Steak. Kann man die Flossen irgendwie separat benutzen? Weiß ich nicht. Weil du gesagt hast, man schwimmt hier schneller. Das kam mir Also angeblich laut Beschreibung schwimmt man ja auch schneller, aber vielleicht bin ich auch einfach zu ungeduldig.
hier sind so viele Rohstoffe. Das ist gut. Brauchen wir alle. Wie viel hast du schon gesammelt? Boah, habe ich gar keinen Überblick. Auf jeden Fall noch nicht die Fische, die wir brauchen. Also ich habe Planken und Blätter hauptsächlich mitgesammelt. Weil ich gern das Boot auf der anderen Seite auch ausbauen würde, um den Anker rum, dass der nicht angegriffen werden kann. Plus noch eine Reihe Kollektoren. Das wird zwar scheiße teuer, aber lohnt sich, denke ich. Das denke ich auch. Ach, erhöht die Geschwindigkeit unter Wasser, steht bei den Flossen. Oh, habe ich die erforscht? Kann man die erforschen? Warte mal, ich probiere mal schnell. Kann man nicht erforschen. Okay. Aber die Flasche, wenn ich die als nächstes habe, da brauche ich nur noch einen Glibber. Dann... Ja, das ist echt nicht lange weg. Sprinkler ist halt auch ziemlich geil. Aber dafür ist unsere Ackerfläche noch zu stiefmütterlich behandelt. Das lohnt sich noch nicht, das zu machen. Den Topf finde ich ganz cool, weil dann könnte ich mit den Rezepten fettere Gerichte machen und dann können wir halt auch die Kartoffeln ein bisschen besser verwerten. Den Empfänger und die Antenne. Das sind halt auch zwei neue Sachen. Schilder, Kalender, eine Laterne können wir bauen, eine Uhr. Habe ich die Aufnahme gestartet? Ja, habe ich. Das wäre es jetzt gewesen. Sonst gibt es eine Folge nur aus meiner Sicht. Genau. So. Dann stellen wir mal ein Fläschchen her. Wo ist denn? Ja. So, dann haben wir ein Fernglas und Sauerstoffflasche. Oh. Ja. Das ist cool, weil ich muss die ganze Zeit immer wieder auftauchen. Netzkanister kann mit dem Netzwerfer verwendet werden. Okay. Explosives Pulver, Bienenglas, Schmutz, ein Ei. Ich habe gedacht, die Möwen geben uns ein Ei, aber anscheinend nicht ganz. Da fehlt noch was. Für das andere brauchen wir tierische Ressourcen. Außer das Glas halt und das explosive Pulver. Und die wüsste ich jetzt noch nicht, wie wir die kriegen. Die wirst du wahrscheinlich irgendwo finden. Ich könnte mir vorstellen, wenn du den Funksprüchen folgst. Fragt dann irgendjemand, oh mein Gott, ich habe einen Topf zu viel. Ja. Ich will meine Kuh loswerden. Mitten auf der See. Oh nein. Ja. Wie lange haben wir noch? Oh Gott, 12 Minuten. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich dringend Pipi muss. Weil ich die Aufmerksamkeit etwas... dahin gerichtet habe. Boah, ich habe einen ganzen Haken durchgefarmt. Das ist doch gut. Ich habe 46 mal Stein gesammelt. 19 mal Ton, 6 mal Kupfer, 5 mal Eisenerz, Sand, Schrott. Soll ich dir das alles hier droppen? Kannst du glaube ich, alles mit einsammeln, oder? Gerade glaube ich noch nicht. Aber ich nehme den anderen Haken mal wieder mit. Ein bisschen was könnte ich einsammeln. Okay, hier hast du erstmal Algen, eine Feder, 5 Riesenmuscheln, 20 Schrott, dann 20 Stein, nochmal 20 Stein, 5 Eisenerz, Ton, Kupfer, Sand, noch mehr Schrott, noch mehr Stein und das war's. Danke, danke. Okay, ich da hab ich schon noch. Und was trinken, bevor ich da hinten gleich wieder ins Wasser springe. Boah, ich mach mir wirklich gleich ins Hemd, ne? Aber wir haben noch nicht mal 10 Minuten. Ah, ob wir schnell pausieren können? Ja, kannst ja auch ruhig gehen, dann. Aber. Ja, theoretisch geht's ja bei dir weiter, ne? Da musst du mich aber sehr, sehr beeilen. Ich beeile mich sehr, sehr, sehr. Ich bin sofort wieder da, Leute. Bis gleich. Guckt oben rechts ins Fenster. So lange passiert nichts, außer dass hier irgendein Typ rumrennt. Okay, dann gehen wir schon mal auf Tauchstation und gucken uns in der Zeit mal an, was es sonst noch alles gibt.
Also ich denke, dass es relativ viele Ressourcen technisch schon ausgebeutet ist, weil hier auch viel los war. Ich glaube, so viel haben wir noch nie irgendwo rausgeholt. Aber hier sehen wir schon, da geht noch ein bisschen was. Ja. Und wie gesagt, heute ist der Samstag vor der Schneewelle, die auf Deutschland zukommen soll. Und ich freue mich da ein bisschen drauf, aber andererseits habe ich auch ein bisschen Bammel. Wenn ich gerade an die alte Scheune denke bei meinen Eltern, wenn die jetzt halt 40 cm Schneelasten aufnehmen muss. Rein rechnerisch hat sie es ja schon überlebt. Ich meine, die ist von 1800 und jedenfalls die Hälfte davon. Ein anderer Teil wurde später noch angebaut. Also hat die auf jeden Fall schon mal den Katastrophenwinter 78 miterlebt und auch überlebt. Aber das ist jetzt ja auch schon 50 Jahre her, 40. Also in 40 Jahren kann sich eine Bausubstanz ja auch mal ein bisschen verändern. Ich muss auftauchen. Ich muss auftauchen. Sauerstoff. Wir brauchen Sauerstoff. Okay, angeln wir uns mal weiter Schrott. Also hier ist echt viel los, muss ich sagen. Bis jetzt die, was Ressourcen im Wasser angeht, die ergiebigste Insel. Na, schön immer hin und her. Ich muss auftauchen. Na komm. Oh. Was so passiert, wenn man jetzt ein bisschen wartet, wenn er schon so macht? Ich denke, der wird dann ohnmächtig werden, oder? Die Frage ist nur, graut das langsam aus? Oder bist du plötzlich bewusstlos? Das ist schon meiner Meinung nach eine wichtige Frage. Also könnte man, wenn es langsam ausgraut, dann weiß man, oh, jetzt ist es auf jeden Fall zu spät. Wenn man plötzlich bewusstlos ist, dann geht es natürlich nicht. Hier war doch noch irgendwo ein Stein. Dort, den schnappen wir uns auch nochmal. So. Und weil es so schön war, glaube ich, haben wir auch schon alles gelootet. Ich will noch nicht zurück zum Floß. Ich habe die Hoffnung, dass vielleicht noch ein bisschen Glibber nachwächst. Oder wir haben halt beim ersten Mal Glibber holen tatsächlich 7-mal Glibber übersehen. Das kann sein. So, da ist noch Eisenerz, oder? Ja. Aber erstmal tanken wir noch ein wenig Sauerstoff. Wuppdiwuppdi. Oh, das kann man alles sehr gut gebrauchen. Alles muss mit. Jan und Hein und Klaas und Pitt. Das Eisen und das Kupfer, das muss auch mit. Na komm. Boah, der hat auch eine kleine Hitbox für so einen Riesenhai. Okay. Jan und Hein und Klaas und Pitt. Aua. Die haben Bärte, die fahren mit. Okay, ich sollte mich doch nicht mit dem Hai anlegen. Ich dachte, er verliert das Interesse. Dann tauchen wir mal auf. So. Ah, ich glaube, wir sind im Wasser schneller mit dem Flossen, aber im Land langsamer, so wie es aussieht. Naja. Das werden wir sehen. Erstmal ein bisschen Wasser reinprügeln. Ist die Tasse immer voll automatisch, wenn man rauskommt? Nee, ich habe irgendwo mal wieder Wasser eingesammelt. Vollpfosten. Okay, das muss schnell leer trinken. Gluck, gluck. Gluck. Und. Okay, das haben wir. Dann sind unsere Steaks fertig. Dann legen wir direkt mal neu auf den Grill. Dann ist Barbecue Boat 2.0. So. Boah, das sieht immer noch so eklig aus, dieser Hühnerschenkel. Wie der dieses glitschige, rosere etwas unter der Haut herguckt. Huhu. Da schüttelt's mich. So. Warum ist hier ein Eikopf drin? Ah, das ist der, den ich gesammelt habe. Den stecken wir mal zu den anderen.
Kann man eigentlich nur ein 7er Stack machen? Kommt auf die Ware drauf an. Ich habe gesehen, dass du dich bewegt hast. Mann! Ich habe gedacht, ich mache es ganz heimlich und mysteriös. No. Okay, hier müssen noch Planken drauf. Ich habe aber aktuell keine, also... Ich habe Planken. Aufs Essen? Ja. Ja. Ich habe gerade im Badezimmer, weil ich mich beeilen wollte, aus Versehen die Vase umgeschmissen. Oh nein. Das musste ich erst beseitigen. Sie ist aber noch ganz. Sie ist aus so, sie ist so... Ich weiß nicht, ob es echtes Kristall ist, aber das ist ja so dickes Glas. Mhm. Und, oh, wir treiben ab. Ja, ich habe den Anker hochgeholt, weil ich habe alles gelootet. Wir sind doch Abtreibungsgegner. Okay, das ist ziemlich cool. So stehen wir also zur Abtreibung. Ja, tun wir das so, nicht? So. Wie ich einfach alles wieder rauslege. Yo. Achso, ich muss ja noch angeln. Stimmt das ja auch noch? Aber ich wollte erst... Was wollte ich mit dem Glibber machen? Den Topf wollte ich machen, genau. Warte mal. Oh nein, es steht eine Planke vorbei. Wir brauchen Planken. Wir brauchen sie. Ja. Ich muss noch eine Kiste machen. Piraten werden, um Leute über die Planke gehen zu lassen. Muss mal gucken, ich brauche noch eine Kiste hier. Ein Scharnier. Und 1, 2, 3, 4 Seile theoretisch. Haben wir hier noch ein Scharnier irgendwo drin? Scharnier Twain? Hier ist er. Ich mach die Steine erstmal hier hin in der Zeit. Und nehme das Scharnier mit. Und euch. Nein, euch. Alter, euch. So. Was ist das schon für ein Riesenfloß? Vor allen Dingen, wenn man es dann von unten sieht. Oh nein, der hier beißt hier. Was. Okay. Ja, mich. Okay. Mich beißt der. Oh, jetzt ist die Essenskiste. Nicht mehr die Kiste ganz vorn. Aha. Verwirrend. Oh nein. Oh nein. Okay, hier ist so ein Fischi drin. Ich mach mal die anderen Fischis auch schnell da rein. Aber Vorsicht mit dem Kochen von den Fischis. Der eine, glaube ich, ist dafür geeignet, dass man den für den Köder macht. Ist die Insel dahin, die auf der wir waren, ja, ne? Ja. Okay. Oh, guck mal nach vorne, was da auf uns zukommt. Mehrere dicke, fette Fässer. Ah, da. Und Planken. Lang hier nicht Planken? Ich versuche mal ein bisschen so zu steuern. Mhm. Dass wir uns ein bisschen schräg zu dem ganzen Gerümpel stellen. Dann können die Kollektoren das besser einsammeln. Mhm. Also es scheint wohl generell so zu sein, dass es ein Vorne und ein Hinten gibt bei dem Boot. Piss dich! Gibt's ja wohl nicht. Ja. So. Jetzt wollte ich ja probieren, ob wir um den Anker bauen können, ne? Ja. Können wir theoretisch. Das ist sehr gut. Kommst du da einfach rübergebaut? Ja, ich würde hier wieder in diese Lücke Kollektoren reinballern wollen, sehr gerne. Boah, das ist so ideal. Aber es hat sich jetzt erstmal ausgekunststofft, was aber kein Problem ist. Weil davon haben wir ja hier noch eine Menge rumgammeln irgendwo. Generell wäre es sowieso praktisch, wenn es quadratisch ist. Also wenn es, wenn du hier hinten auf dem Ende vielleicht auch noch einen Spalt lässt, wo man halt auch noch Kollektoren reinsetzt. Ja, das wollte ich sowieso machen, ja. Und dann wirkt das Fuß wie so ein riesiger Kescher. Ja. Okay. Wo mache ich denn am besten die Kollektoren dann hier hinten hin? Da würde ich nämlich schon mal außen rum bauen. Also hier wird auf jeden Fall noch ein Rand sein, hier und hier. Aber sollen hier direkt die Kollektoren dann als eine Leiste kommen? Oder noch ein bisschen... Oh. Hi. Ja, wir können also... Reparierst du das kurz? Ja, hab ich. Wir können das hier so lassen. Die Frage ist ja, wir wollen ja bestimmt irgendwann auch nochmal ein kleines Häuschen hier drauf bauen, dass wir halt nicht bei jedem Gewittersturm draußen übernachten müssen, oder? Mhm.
Ja. Also müssen wir auch Oh, ich irgendwie verhungere. Ja, red weiter. Platz lassen, Ja. dass wir Müsste den hier mal. Unterstand hier bauen können. Ja. Also würde ich den würde ich vielleicht hier hinten am Ende setzen. Also dann würde ich eventuell vorschlagen, dass wir vielleicht hier, wo der Anker ist, dass du das Vogelnest vielleicht umsetzt oder das Bett wegmachst und das Vogelnest, das Bett kann ja nachher in den Unterstand rein. Oder wir machen den Unterstand hier hin. Ja, wie du magst. Ich würde es ja sowieso noch, gern noch größer bauen. Also, das soll ja Ja. nicht die Endform hier sein. Nein, nein. In dem Sinne. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Ich wollte das unbedingt haben. Okay, da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu. Also Gebauter Mann. sollte ich jetzt hier die Kollektorenreihe hinmachen oder eher nicht? Lass uns hier hinten unseren Unterstand machen, wie bei so einem richtigen Also Schiff. hier Dann machst du zubauen noch. quasi. Ja, genau. Und dann machst du die Kollektoren nach vorne hin ran. Dann sieht es Okay. ein bisschen mehr aus wie so ein altes Piratenschiff. Später. Und vor allen Dingen haben wir dann auch ein gemütliches Nest, wo wir kuscheln können. Ja, wir sind aber auch schon bei 21 Minuten wieder. Oh nein. Aua. Doch, doch, Aua. doch, sind wir. Ja, ich wurde gebissen. Wollte diesen. Oh, leck mich doch am Popo. So. Ich wollte diese Planke haben. So, jetzt muss ich mal schnell was schlürfen gehen. Okay, ich habe jetzt mal kurz den Anker geworfen, das Segel eingeholt, weil wir ja gleich zu der Insel rüber müssen. Aber wenn wir jetzt hier eine kleine Aufnahmepause machen, würde ich den Anker halt gleich einholen. Ich fülle bloß noch mal schnell den Tank hier. Weil ich gerade ordentlich gebechert habe. Aber das war's schon. Ich gerade ordentlich gebechert habe. Aha. Wie damals in der alten Haftspelunke. Na. Was wollt ihr als nächstes bauen? Den Topf und die Kollektoren theoretisch, ne? Ach so, und den Haiköder. Und das Atmungsdingens. Ja, Ich guck mal das soll ich dir Atmungsdings, gleich mal ja. eben die Rohstoffe rüberfeuern, die ich gesammelt habe bis jetzt? Das können wir relativ gut bald bauen. Ich brauche viele Algen wieder. Wir brauchen viel Glibber für die Sauerstoffflaschen. Na, den bekommen wir vielleicht gleich ja bei der Insel. Oh, ich habe jede Menge rote Beete. Ich mache uns mal einen Wikinger-Salat. Sehr geil. Warte mal, welcher Kollege war denn das, den wir brauchten für den Haiköder? Oh, ich halt immer komplett unkoordiniert durch das gesamte Ding. Was ist das? Ein roher Hering. Hering haben wir nicht. Okay, also muss ich nachher sowieso noch angeln. So. Ich kann die Kiste nicht benutzen, solange du da stehst, okay. Bin weg. Eine rohe Seebratte. Mal die Steine mal hier rein. So viele brauche ich gerade nicht. Ton brauche ich, glaube ich, gerade auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter, oder? Ja. Oh, der Hai kreist schon wieder ganz gefährlich um unser Floß. Das ist nicht gut. Oh, du hast schon beide Haken verbraucht. Ja. Oh, wow, dann muss ich mich erstmal um die Haken kümmern. Das war, ups, davon. Na, welche haben? Oh, guck mal, wie viele Bäume dort auf der Insel alleine wachsen. Das gibt wieder richtig Holz. Ist gut, ist sehr, sehr gut. Brauchen mehr Metallbarren. Da brauche ich nämlich eine für einen Bolzen, zwei Seile, eine für einen Bolzen, zwei Seile. Okay. Achso, hätte ich ja gleich hier reinschieben können. So und so. Gut.
dann hole ich den Anker erst rein und bringe uns noch eher zur Insel, wenn wir noch weitermachen. Nee, wir machen Stopp. Du hast vollkommen recht, wir machen Stopp. Ich war schon wieder im Wahn. Da hinten ist aber eine Tonne. Warte, die holen wir noch schnell vorher. Okay. Es ist ein Hai, der kommt mir ins Gesicht. Aber ich will diese Tonne. Okay, jetzt bin ich bereit. Ich bin bereit. Okay, dann bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.